Hallihallo, willkommen zu einer neuen Folge und heute ist es ja mehr, sag ich mal wie immer, eine Fragen-Beantworten-Runde, aber zuallererst geht es erstmal ums neue Projekt, damit ihr erstmal Bescheid wisst. Und zwar wird es heißen Craft City und zwar wird es eine neue Welt sein, wo ich, sag ich mal jetzt, ja, mir eine neue YouTube-Welt aufbaue. Und zwar nicht mal, sag ich mal so, dass ich die Gebäude jetzt einfach nur noch nebeneinander baue, sondern dass wir uns die auch ordentlich mal sortieren. Dafür fange ich eine komplett neue Welt an, denn ich sag mal, auf der alten Welt, wo ich, sag ich mal, die ganzen Gebäude gebaut habe, hatte ich, sag ich mal, Probleme gehabt. Nicht schon seit ein paar Tagen, sondern schon seit einigen Jahren, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich sag mal, seit die Bedrock Edition da ist. Denn damals gab es, sag ich mal, viele Fehler, wenn man Welten übertragen hat. Wenn du einer der ersten Spieler warst, der, sag ich mal, die Bedrock Edition angefangen hat zu spielen, gab es da, sag ich mal, Probleme mit den Welten. Das hatte ich damals schon bei der Simpsons-Welt gehabt und auch bei dieser Welt. Bei dieser Welt habe ich aber eigentlich das immer gelassen so. Da waren mir die Fehler so ein bisschen egal, weil ich dachte, ey, ist ja einfach nur so eine Bauwelt. Ist ja egal, ob da, sag ich mal, ein paar Teile der Welt immer wieder verschwinden. Ihr seht das hier ganz gut. Die Welt ist ja so abgesackt und tja, ich denke mal so, in Zukunft kann man darauf nicht mehr viel bauen, weil oft verschwinden auch einfach ein paar Gebäude einfach so, weil dieser Bereich dann nicht mehr geladen wird. Naja, dafür gibt es jetzt eine neue Welt. Auch wieder, sag ich mal, habe ich mir das so eingestellt, dass ich natürlich unten ein bisschen Luft habe. Also von daher, falls du dir außen nur irgendwie eine neue Stadtwelt machst oder wenn du immer eine neue Welt dir machst, guck dir mal an, wie du dir eine Flachlandwelt einstellst. Ist immer gar nicht mal so schlecht, wenn du, sag ich mal, tiefer buddeln kannst als nur standardmäßig drei Blöcke. Hier in Craft City wollen wir auch mehr Interaktion machen. Das heißt, ihr könnt jetzt immer mitgestalten, das Stadtbild. Und zwar lasse ich euch immer oben upvoten. Das heißt, ihr könnt jetzt heute auch mitbestimmen. Und zwar, ihr seht ja, ich habe jetzt hier schon, sag ich mal, so einen kleinen Kreisverkehr gebaut. Oder halt hier, sag ich mal, den Innenbereich von der Stadt. Und da möchte ich mir gerne eine Statue bauen. Und zwar möchte ich hier meinen Skin hinbauen. Und die dürft entscheiden, wie das Skin, sag ich mal, aufgebaut sein soll. Denn er sollte diesen YouTube-Button halten. Und zwar entweder über dem Kopf oder er steht drauf. Wie er stehen soll, denn hier am Ende könnt ihr mitentscheiden. Ich mache hier das Voting. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Wir fangen auch erstmal hier im Innenbereich erstmal noch so schön mit einem Rathaus an. Also fangen wir erstmal, sag ich mal, hier ganz entspannt, sag ich mal, auf der Welt an, erstmal mit dem Innenbereich und dann gehen wir so weiter nach außen. Ich werde nicht gleich überall was hinmüllen. Ich möchte mir schon so überlegen, wo was hin soll, was es gebaut werden soll. Und da gucken wir mal. Denn Hochhäuser und so haben wir eigentlich noch nie gebaut. Und wird auch ganz interessant werden, da habe ich auch mehr so, sag ich mal, den Blick mehr auf Zukunftsgebäude, sag ich mal, wo man, sag ich mal, an den Wänden so ein bisschen mehr Grün hat. Nee, vielleicht kennt ihr ja solche Zukunftsdokus, wo die ja, sag ich mal, schon drüber reden, über das Bauwesen in der Zukunft, wo man ja, sag ich mal, mehr Öko baut, ne, ein bisschen gesunderes Bauen. Da müssen wir mal schauen. Ja, so viel dann, sag ich mal, jetzt hier zu den Plänen von Craft City. Wir werden auch immer wieder mal separate Folgen machen, wo, sag ich mal, wirklich Craft City das Hauptthema ist, wo wir ein bisschen auf Fragen eingehen, wo wir, sag ich mal, ein bisschen auf Stadtbild eingehen. Da gucken wir mal. Denn ich möchte das auch, sage ich mir, schön ordentlich machen. Auch so, dass die Straßen Namen haben. Vielleicht kriegt denn einer der Zuschauer mal so eine Straße benannt. Müssen wir mal gucken, wie wir das auslosen. Ja, aber ansonsten schauen wir mal auf die Fragen, die ihr euch gestellt habt. Da gucken wir mal rein. Kommen noch Simpson-Folgen oder baust du neue Simpson-Sachen, wenn du überhaupt was mit den Simpson machst? Simpson-Folgen, ja, ich sage mal so, hier auf dieser Welt können wir gerne was von Simpson bauen. Aber es wird nicht Hauptthema werden. Ne? Also wenn ich sage, so irgendwas gefällt mir bei den Simpsons, so ein schönes Gebäude, was ich mir irgendwo gerne hinstellen möchte, dann werden wir es nochmal bauen. Wird dann aber was sein, was wir, sag ich mal, auf der alten Welt entweder schon seit Ewigkeiten da schon drauf haben, dass es schon uralt ist, dass man, sag ich mal, definitiv neu bauen kann. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Aber Simpson wird definitiv irgendwann mal immer wieder was kommen, aber es wird nicht Hauptteil werden. Warum spielst du nicht Borderlands? Obwohl du es hast, es schon drei Teile gibt und es einer der besten Rollenshooter ist. Wisst ihr, wie oft er mir das immer privat fragt? Aber ich sage heute auch wieder nein, Play, denn Borderlands ist nicht meins. Wird es, glaube ich, auch nie werden. Dann spiele ich lieber doch Fortnite oder so. Ich glaube, das passt besser. Ist es Simpsons Season 2? Ah, ich muss dich leider enttäuschen. Simpsons Season 2 wird es nicht geben. Aber vereinzelte Sachen, wie gesagt, die kommen. Müsst du mal ein Community-Projekt machen? PS, bist der Beste. Community-Projekte kann man gerne machen. Ich würde die aber eher mehr statt ins Bauen, sag ich mal, in Filmprojekte setzen. Wir haben auch immer noch eine Xbox-Gruppe, so ein Xbox-Club, Hotdog Community heißt der, kann man sich immer noch gerne einschreiben, wenn man möchte. Und dann können wir gerne Filme machen. Auch wenn, sag ich mal, sich einer anbietet, das Bauhelfer oder so, kann man darauf immer gerne zurückgreifen. In der Vergangenheit habe ich immer erlebt, dass, sag ich mal, die Leute bei einem Projekt mitmachen und dann sind sie weg. Also, weiß ich nicht. Also, wenn einer Lust hat, bei Xbox immer gerne gesehen, wenn einer Lust hat, mitzumachen bei Filmen oder beim Bauen, könnt ihr euch gerne mal melden dazu. Aber ich weiß halt aus Erfahrung, die Leute kommen nur für ein Video und dann sind sie weg.
Mach vielleicht mal einen Stream, wo du Freundschaftsanfragen annimmst und auf Hype oder Mindplex spielst und dort machst du eine Party und nimmst Serverfreundschaften an. Müsste man auch öfter machen. Gut, wir könnten bei Minecraft, sag ich mal natürlich einmal, sag ich jetzt hier fürs neue Projekt basteln und dabei streamen oder natürlich auch auf den Servern spielen. Müsst ihr mal ausprobieren, mal gucken, wie es läuft. Selber war ich jetzt nicht immer so der fleißige Streamer, aber man müsste es, sag ich mal, irgendwie, also ich müsste mir irgendwie selber in den Hintern treten, dass ich mal anfange zu streamen. Und das vielleicht auch mehrmals, so ein- oder zweimal die Woche, müsste man ja hinkriegen. Wir gucken mal, wir setzen es mal um. Und dann gucken wir, wie es läuft. Warum spielst du nicht Minecraft auf dem PC? Ist doch viel einfacher zu bauen. Warum ich nicht am PC spiele, sondern auf Konsole? Zum einen, ich habe Minecraft angefangen auf Konsole zu spielen, auf 360-Zeiten damals, und irgendwie bleibe ich dabei. Ich weiß nicht warum, wenn ich mir auf YouTube mal angucke, viele sind ja am PC und PlayStation, aber Xbox gibt kaum ein. Und da denke ich mir, wenn ich jetzt auch gehe, dann ist ja nur noch Play hier und will ich nicht. Ich bleibe auf Xbox, mir gefällt es hier, ich bin auch zufrieden, sag ich mal, mit der Edition, und von daher wird es da auch bleiben. Gut, es ist ein bisschen schwerer zu bauen. Aber ich sag mal, dafür wertschätzt man natürlich das Gebäude, weil man dann, sag ich mal, fast jeden Block selber gesetzt hat. Gut, ich arbeite jetzt auch schon mit Commands. Ich arbeite mich damit immer mal rein, damit man, sag ich mal, doch ein bisschen Zeit sparen kann. Ne? Aber ansonsten bin ich damit doch sehr zufrieden hier mit der Konsolenedition. Machst du vielleicht irgendwann mal ein Projekt mit PlaySample zusammen? Wäre mega cool. Projekte mit Play. Ja, ihr könnt euch darauf freuen. In Zukunft möchte ich mit Play, sag ich mal, mehr zusammenarbeiten. Wir planen jetzt auch schon einige Projekte zusammen, die wir, sag ich mal, zum Ende des Jahres machen wollen und natürlich auch fürs kommende Jahr. Also wir wollen mehr zusammenarbeiten und nicht mehr so getrennt alleine, denn ich sag mal, zusammen macht mehr Spaß. Hello, I like a lot your video. I am Brazilian and you're really cool. Bye. Und wir haben sogar einen Brasilianer, der uns hier was in die Kommentare schreibt. Und da komme ich gerade drauf zu. Ich gucke mal kurz in meinen Analytics nach, weil das hat mich immer mal interessiert, wo, sag ich mal, die meisten, sag ich mal, gucken, aus welcher Region. Und da werde ich euch einfach mal das hier mal einblenden. Da könnt ihr genau sehen, aus welcher Region hier die meisten gucken, wenn ich das jetzt hier mal finde. Ne, da seht ihr hier, guck mal, über 30% aus Deutschland, 14% aus den USA. Dann kommen die Philippinen, Kasachstan und Brasilien. Würdest du auch mal einen Flughafen bauen? Weil sowas wäre echt mal richtig gut und lieb von dir. Glaube, würden sich viele darüber freuen, für ihre Stadt einen Flughafen zu haben als Bauvorlage von Hotdog. Bist und bleibst der Beste. Ich baue so gerne Sachen nach in meiner Stadt. Ein Flughafen könnte man gerne bauen. Wir hatten es ja damals schon mal in den Simpsons gemacht. War halt natürlich ein kleiner Flughafen, ne? Mehr sowas kurz irgendwo hinzustellen. Aber so ein richtiger Flughafen könnte man schon gerne bauen. Besonders jetzt hier bei der Stadt können wir es gerne irgendwann machen. Schreiben wir uns auf die Liste. Aber jetzt erstmal in naher Zukunft wird es wohl nicht kommen, weil wir erstmal den Innenstadtbereich machen. Dann machen wir noch Wohnviertelbereich. Und dann so nach und nach können wir gerne auch mal einen Flughafen bauen. Das ist kein Thema, das können wir gerne machen. Kannst du mich grüßen? Gegrüßt. Ich wusste, irgendeiner schreibt rein. Wie heißt du in echt? Hä, wie ich in echt heiße? Ich denke mir mal, wir sind so wie Wale, ne? Die kommunizieren ja auch auf hunderte von Kilometern. Vielleicht stand auch der Wind gut, dass er mich hören konnte, aber ich habe gedacht, versuch's mal. Könntest du bitte einen Flughafen bauen oder ein verlassenes Gefängnis? Flughafen wie ein altes verlassenes Gefängnis können wir uns aufschreiben, aber erstmal noch nicht. Wir schauen erstmal, was noch kommt. Warum machst du YouTube? YouTube hat ich ja eigentlich erstmal so als Jux ausprobiert. Ich wollte einfach mal irgendwas hochladen, hatte ich mal Lust gehabt, einfach mal auszuprobieren. Und daraus ist, sage ich mal, viel entstanden. Man hat den Play kennengelernt und man hat, sage ich mal, immer mehr in dieses Thema, sage ich mal, Fuß gefasst. Man hat sich damit immer mehr befasst. Und so ist es jetzt eigentlich Teil meines Lebens geworden und auch eigentlich ein schönes Hobby, was ich, glaube ich, ewig ausüben werde und nie aufhören werde. Meine Frage ist, wie alt bist du? 24. Nein, Patrick. 23 noch. Aber Ende des Jahres bin ich 24 und dann hat Patrick recht. Warum machst du Cartoonhäuser und keine Einfamilienhäuser? Warum ich Cartoonhäuser baue und nicht so viele Einfamilienhäuser? Ganz einfach gesagt, das habe ich jetzt so gemacht, wie ich Lust hatte. Gut, die Einfamilienhäuser kommen gut an und ich denke mir jetzt, für die Stadt können wir auch gerne ein paar Einfamilienhäuser bauen. Und ich habe auch oft gelesen, dass welche, sag ich mal, sich immer unter den Einfamilienhäusern gewünscht haben, dass sie größer sein sollen. Ihr dürft aber nicht vergessen, je größer man was baut, umso weniger hat es dann Ähnlichkeit mit einem Einfamilienhaus, denn dann wird es schon in der Villa. Und eine Villa können wir gerne in Zukunft mal bauen. Gibt auch genug Ideen, wie man Villen in Minecraft baut. Auf YouTube sehe ich ja immer so moderne Villen, aber obwohl ich sowas nicht so ganz feiere. Da möchte ich lieber meinen eigenen Stil ausleben und nicht, sage ich mal, das machen, was die Allgemeinheit macht und solche modernen Villa mit viereckigen verschiedenen Kanten ineinander, und gefällt mir nicht so ganz. Da gucken wir mal. Aber ausbauen wird es und
Ich werde euch sagen, alle Sachen, die, sage ich mal, nicht Cartoon sind, versuche ich mit Aufbau, wie man das auch innen drin sich einrichten kann. Denn das, finde ich, ist eigentlich immer, sag ich mal, wertvoller, als sich immer nur so Deko-Gebäude machen. Das möchte ich auch bei den Hochhäusern und so machen, die wir uns bauen werden, dass man die auch wirklich einrichten kann und nutzen kann. Gut, wer richtet schon, sag ich mal, ein 30 oder 40 Stockwerk hohes Hochhaus ein? Aber wenn wir, sag ich mal, mit Kopierblöcken und sowas arbeiten, ist es natürlich ganz einfach. Und wie das alles denn so klappt, gucken wir, bauen wir und erklären wir ganz simpel und fachgerecht. Kannst du mal Hogwarts nachbauen? Nein. Hogwarts werde ich nicht bauen, das hatte ich schon so oft gelesen, bau mal Hogwarts. Aber das ist so ein großes Projekt, das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen, da müsste man recherchieren, wie was gebaut ist. Wird bei mir wohl nicht kommen, Hogwarts. Ich sag mal, Harry Potter Filme und so gucke ich mir gerne an, aber was davon nachzubauen, möchte ich eher weniger. Du bist einer meiner Lieblings-YouTuber. Wie kommst du immer nur auf deine Ideen von deinen Projekten? Erstmal danke und wie ich auf meine Ideen komme, ganz einfach gesagt, ja, wie ich Lust habe. Meistens passt es immer, wenn ich mir irgendwelche Serien angucke oder irgendwelche Filme und dann kriege ich auf einmal Lust, das zu bauen. Natürlich gibt es auch noch die Vorschläge, dass einer schreibt, ich hätte gern das und das, was ich dann, sage ich, auch cool finde und dann einfach mal umsetze. Und so kommen die Bauprojekte. Und das sind schon die Fragen. Ja, das wird jetzt unser Projekt werden, Craft City, also die Handwerkstatt, die wir uns jetzt hier aufbauen wollen. Wie gesagt, das erste wird natürlich, sage ich, die Statue werden. Ihr könnt immer noch voten. Ich glaube, muss ich selber mal gucken auf die Cam. Ich denke mal hier. Müsst ihr einfach mal noch mal voten, was ihr, sag ich mal, haben wollt. Soll ja den Button oben oder unten halten. Und dann seht ihr zur nächsten Folge, sag ich mal, nächste Folge wird es nicht werden. Nächste Folge wird was von SpongeBob werden. Denn es wird wieder Zeit für SpongeBob. Das Video habe ich jetzt schon, sag ich mal, noch nicht produziert. Aber schon etwas gebaut. Das müssen wir nur noch aufnehmen. Das kommt dann Anfang der Woche. Könnt euch drauf freuen. Und danach geht es dann hier mit Craft City weiter. Und dann machen wir einen guten Mix. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß. Gut, heute gibt es nichts zum Bauen, aber ihr könnt natürlich irgendwas bauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.